Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie Sie gehört haben, bin ich Pflegewissenschaftlerin. Und um Ihnen meinen Forschungsschwerpunkt der gerontologischen Pflege, also der Schnittstelle von Altern und Pflege, ein bisschen näher zu bringen, möchte ich Sie gerne in den nächsten Minuten mit in das Reich der älteren Menschen nehmen. Ganz konkret schreibe ich meine Dissertation nämlich zu einem Alltagsproblem der Pflege, der Bettlägerigkeit. So stellt Bewegung für Sie und mich ein zentrales Grundbedürfnis dar. Der Verlust dieser Bewegungsfreiheit würde für Sie und für mich schwerwiegende Folgen für unser Leben und die Lebensgestaltung mit sich bringen. Dennoch ist es so, dass Bettlägerigkeit und damit einhergehender Pflegebedürftigkeit bis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer kaum Beachtung geschenkt wird. Erste Untersuchungen zum Prozess des Bettlägerigwerdens haben aufgezeigt, dass Bettlägerigkeit den Endpunkt eines meist schleichenden Prozesses zunehmender Immobilisierung darstellt. In dieser Entwicklung hin zum dauerhaften Liegen kommt die ganz zentrale Kategorie der Ortsfixierung zum Vorschein. Was versteht man unter Ortsfixierung? Ortsfixierte Menschen sind zusehends an einen Ort verwiesen, von dem sie sich nicht mehr selbstständig fortbewegen können. Und dieser Ort reduziert sich später zusehends auf einen Raum, ein Sitzmöbel und später gänzlich das Bett. Um Ihnen das aber mit der Ortsfixierung noch ein bisschen besser zu veranschaulichen, würde ich Sie jetzt gerne mitnehmen in das Pflegeheim Abendfrieden. Ich würde Ihnen nämlich gerne Frau Müller vorstellen. Guten Abend, Frau Müller. Ja, Frau Müller kam gehend ins Pflegeheim und konnte sich ohne Unterstützung eigentlich relativ gut fortbewegen. Mit der Zeit wurde Frau Müller unsicherer beim Gehen und zusätzliche Unterstützung, wie in Form dieses Stockes, wurden immer wichtiger. Bitte sehr, Frau Müller. Es war so, dass Frau Müller dann zusehends unsicherer war und Hilfen durch das Pflegepersonal immer wichtiger wurden. Frau Müller verbringt den Großteil des Tages sitzend oder sie kann noch kurze Strecken alleine mit ihrem Rollstuhl fahren. Aber lassen Sie uns in Anbetracht der Zeit die Frau von Frau Müller noch ein bisschen nach vorspulen. Eines Tages kann Frau Müller auch den Rollstuhl nicht mehr selbstständig bewegen und ist nun auf die vollkommene Unterstützung seitens des Pflegepersonals angewiesen. Den Großteil des Tages verbringt Frau Müller nun in ihrem Rollstuhl sitzend, im Aufenthaltsraum des Pflegeheims, ohne sich von dort selbstständig fortbewegen zu können. So eine zunehmende Immobilisierung wie bei Frau Müller kann man bei vielen älteren Menschen in Langzeitpflegeeinrichtungen beobachten. Diese Immobilisierung passiert meist schleichend über einen längeren Zeitraum hinweg. Der Bewegungsradius wird immer eingeschränkter und aufgrund des lang andauernden Sitzens werden der Körper und die Muskeln wie bei Frau Müller immer schwerer und schwächer. Und das Aufstehen fällt zusehends schwerer und ist bald gar nicht mehr möglich und später auch nicht mal mehr mit Unterstützung. In österreichischen Langzeitpflegeeinrichtungen sind 2 von 3 Bewohnern ortsfixiert. So wie Frau Müller. Stellen Sie sich das einmal vor. Bald gehen den Institutionen ja die Sitzplätze aus. Und darüber hinaus ist fast jeder zweite Bewohner bettlägerig. Da könnte man jetzt auch scherzen und sagen, zumindest müssen sich Personen wie Frau Müller nicht mit bettlägerigen Menschen um einen Sitzplatz streiten.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt blieb die hohe Zahl der ortsfixierten Menschen, die zwar aus dem Bett herausgesetzt werden, aber nicht über ihren eigenen Bewegungsradius bestimmen können, und die hohe Zahl der älteren bettlägerigen Menschen, die verhältnismäßig viel Zeit im Bett verbringen, völlig ungeachtet. Vor diesem Problemhintergrund stelle ich mir in meiner Dissertation also nicht nur die Frage nach dem Warum werden Menschen ortsfixiert und bettlägerig, sondern ich gehe auch der Frage nach, welchen Einfluss die Institution und die professionellen Helfer und Helferinnen auf diesen Prozess haben. Dazu nutze ich die Methode der qualitativen Case Study und führe über einen längeren Zeitraum teilnehmende Beobachtungen, Interviews und Dokumentenanalysen auf Stationen durch, wobei die Geschehnisse rund um die Entstehung von Ortsfixierung und Bettlägerigkeit rückblickend betrachtet und rekonstruiert werden. Mithilfe dieser drei vorgestellten Datenerhebungsmethoden kann ich den Verlauf der zunehmenden Immobilisierung sehr gut erfassen. Aber schauen wir doch noch ein letztes Mal auf Frau Müller. Anhand der Rekonstruktion ihres Mobilitätsverlaufs können wir Rückschlüsse für die Zukunft ziehen und anderen älteren Menschen die Chance geben, die Aktivitäten des täglichen Lebens, solange sie das wollen, selbstständig auszuführen. Schön.